So, hier zurück zu unserer Albrecht AE5180, wo wir geguckt haben, was es denn bedeuten würde, AM zu modifizieren, um auch bei AM 4 Watt rauszubekommen. Wir haben festgestellt, dass bei AM eine geringere Versorgungsspannung an die Endstufe geliefert wird als bei FM, und darüber wird letztlich auch die Leistung geregelt, die das Gerät dann aussendet. Okay, wenn man jetzt in das Gerät reinguckt, so in etwa, denke ich, kann man es sehen, dann kann man unschwer feststellen, wir finden hier nirgendwo einen Modulationstrafo, und da stellt sich dann natürlich die Frage, na, wie kommt denn dann bloß die AM auf die Sendefrequenz? Und da muss man ganz klar sagen, das ist mit 1 Watt noch relativ einfach zu gestalten, weil jedes der Geräte hat ja hier, ich denke, das kann man noch so in etwa sehen, ja, jedes Gerät hat ja letzten Endes einen Enne-Verstärker, und der Enne-Verstärker, der wird natürlich auch benutzt für die Modulation. Also alles das, was ins Mikro reingesprochen wird, das geht über den Enne-Verstärker dann als modulierte Spannung auf die Sendefrequenz an die Sendeendstufe. Okay, jetzt ist es so, dass für 1 Watt tatsächlich die Betriebsspannung UB halbe, also das, was am Ausgang des Endeverstärkers liegt, das sind so ungefähr, wenn wir 12 Volt draufgeben, sind das 6 Volt, dann die Spannungsabfälle an den internen Schaltkreisen, sodass wir dann tatsächlich auf die Spannung kommen, mit der die Endstufe in einem Betrieb versorgt wird. Und darauf aufmoduliert, also wenn man so will, auf diesen Offset aufmoduliert, ist dann die NF. Ja, da dieses Gerät eben keinen Modulationstrafo hat, wird es jetzt natürlich spannend, wenn wir mehr HF-Ausgang haben wollen. Aber wir hatten ja gesehen, wenn wir die 4 Watt drauflegen, wenn wir die Versorgungsspannung nehmen, mit der FM betrieben wird, ja, dann kommen wir schon knapp an unsere 4 Watt. Aber das ist jetzt alles nicht mehr ganz so einfach, denn hier kann man jetzt auch sehen, wie die Modifikation dann aussehen muss. Man muss tatsächlich in die Schaltung hier einen kleinen Modulationstrafo einbauen, über dem einerseits die Versorgungsspannung läuft für die Endstufe, und auf der anderen Seite, nämlich auf der Primärseite, da müssen wir modulieren. Hier blocken wir an dem Kondensator die Gleichspannung ab, die von dem Enne-Verstärker kommt, ja, und gehen dann von hier aus auf den Modulationstrafo und modulieren dann damit unsere Versorgungsspannung. Das ist jetzt aber nur mal theoretisch gezeigt, damit jeder versteht, was gemacht werden muss, wenn man also tatsächlich umbauen will auf 4 Watt. Ohne Modulationstrafo geht hier nichts. Man kann das jetzt auch sehen, ich bin hier im AM-Modus, mal gucken, kann man das sehen, ja, also AM, und wir sehen, wenn ich jetzt auf Senden gehe, kommen wir tatsächlich fast auf 4 Watt, aber momentan, so wie es ist, kommen wir auf 14,7
100% Modulation. Wenn ich jetzt mir allerdings das Signal angucke von der Verzerrung her, dann sind wir bei, das ist auch nochmal die Modulation dargestellt, der Endausschlag ist 30, das heißt also, da sehen wir auch wieder 14% Modulation im Augenblick. Und bei den 14% haben wir aber schon einen Clear-Faktor von 7,89%. Kann man auch sehen, wenn man sich das Signal hier anguckt. Das ist nämlich das Audiosignal. Es ist schon kein klarer Sinus mehr. Also die NFN-Stufe und alles das, was dahinter hängt, ist jetzt momentan nicht mehr kräftig genug, um dieses Signal zu modulieren. Hängt jetzt natürlich auch ein bisschen mit meinem kleinen Modulationstrafo zusammen, der nicht hundertprozentig auf die Schaltung angepasst ist. Die Schaltung ist aber momentan auch noch nicht hundertprozentig angepasst. Es soll also nur zeigen, dass ein einfacher Umbau an einem solchen Gerät recht komplex wird. Es gibt allerdings auch Geräte von Albrecht, die mehr oder weniger schon vorbereitet sind. Da gibt es ein Modulations-Trafo-Kit, das kann man kaufen. Das wird dann eingebaut, der Modulations-Trafo mit den entsprechenden Änderungen in der Schaltung. Und dann kann man eben auch das Signal vernünftig durchmodulieren. Und man hat dann auch einen erheblich geringeren Clear-Faktor und dann natürlich logischerweise bei voll ausgesteuerter, also ich sage mal mindestens 80% Modulation. Ja, das hierzu, damit man einfach mal die Zusammenhänge sieht.